Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit den Game-On-Deals. Wir haben hier drei Stück an der Zahl, einmal für 1299, 1899 und dann den für 2399 Euro und den schauen wir uns heute mal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst kommen wir mal zu dem Bild. Das Gehäuse, das stimmt auf jeden Fall. Die vier RGB-Lüfter auch. Die Wasserkühlung, da sieht man jetzt nicht viel von, aber da ist eine Corsair-Wasserkühlung drin. Die vier RAM-Riegel stimmen auch. Die Grafikkarte nicht. Da ist eine Asus TUF drin. Das finde ich jetzt aber nicht sonderlich schlimm. Außerdem steht hier unten noch drin, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Viele Hersteller gehen ja her, machen einfach ein Bild da rein, was überhaupt nicht stimmt und geben nicht mal mehr diesen Hinweis. Hier passt es einigermaßen, das ist okay. Kommen wir zum Gehäuse. Das ist das Corsair 4000D Airflow RGB Glasfenster. Viermal Corsair der LL-Lüfter. Dazu kann ich direkt sagen, wenn ihr das Gehäuse so kauft, bekommt ihr keine RGB-Lüfter mit dabei. Deswegen steht es extra dabei bei MIFCOM, weil die kosten auch einen Haufen Schotter. Diese Corsair-Dinger sind sauteuer. Das ist aber ein sehr gutes Gehäuse, hat guten Airflow, hatte ich auch schon hier stehen, habe ich getestet, überhaupt kein Problem. Da passen auch alle Komponenten soweit rein. Das gibt es auch noch eine Nummer größer, das 5000D zum Beispiel. Aber für das System reicht das völlig aus. Was die jetzt mit den beiden Lüftern machen, die hier drin schon verbaut sind, das weiß ich nicht, weil die werden auch ersetzt durch die RGB-Lüfter. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Das sieht designtechnisch dann auch nochmal ein bisschen besser aus. Und das kostet 109,90 Euro bei ProShop. Dann haben wir hier noch ein Dreier-Set mit diesen LL-Lüftern. Die könnt ihr dann auch über die IQ-Software steuern. Das ist auch ganz nice, passt auch gut zum Gehäuse. Und die kosten 70,34 Euro. Und dann haben wir noch einen einzelnen, weil es sind ja vier Stück insgesamt. Und der kostet 26,89 Euro bei Mindfactory. Die CPU ist in dem Fall Intel Core i7-12700K. Der hat eine TDP von 125 bis 190 Watt, 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne bzw. 20 Threads, 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Dann unterstützt er noch dazu DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Den Prozessor habe ich selber bei mir im System, damit streame ich, damit zocke ich. Das ist ein super Prozessor, gar keine Frage. Klar, es gibt noch stärkere, aber da müsst ihr natürlich auch ordentlich drauf zahlen, zum Beispiel den 12900K. Den kriegt man auch schwierig gekühlt. Der hier ist auf jeden Fall eine super Wahl. Den könntet ihr auch übertakten, wenn das Board stimmt, was hier leider nicht der Fall ist. Wem das egal ist, der kann auch mit einem B660 Board leben. Ich wäre auf ein Z690 gegangen, da kommen wir aber gleich noch zu. Und der kostet 449 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist in dem Fall ein Asus TUF B660 Plus Wi-Fi Intel B660. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten können auch noch zwei SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Diese Slots könnt ihr noch zum Erweitern benutzen, zum Beispiel für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN, Bluetooth, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C, Netzwerkanschluss, USB 2.0 ist auch noch mit dabei mit einem Anschluss. DisplayPort und HDMI könntet ihr theoretisch benutzen, aber benutzt bitte die Grafikkarte. Der Prozessor hat eine integrierte Grafikeinheit, weil er ja dieses F-Suffix nicht mit dabei hat. Theoretisch könntet ihr darüber ein Bild ziehen, wenn die Grafikkarte zum Beispiel irgendwann mal die Grätsche macht. Ihr müsst an eure Daten rankommen, dann ist das eine nette Art und Weise, da wieder dran zu kommen, ein Bild zu kriegen. Ansonsten, wie gesagt, benutzt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Das ist an und für sich ein grundsolides Board. Hat natürlich nur den B660-Chipsatz. Wer aber nicht übertakten will, da ist es dann irgendwo egal. Klar, der 12700K bringt die Möglichkeit mit zu übertakten, weil es eben ein K-Prozessor ist. Da gehört eigentlich ein Z690-Board zu, aber B660 ist halt okay für die, die es nicht interessiert. Und das kostet 199,90 Euro bei Snowguard. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X Asus TUF. Das ist eine grundsolide Grafikkarte. Ich habe auch eine 3080 bei mir im System. Natürlich ist es nur die 10 GB Variante, weil die 12 GB nicht mehr hergestellt werden. Danach kommen noch die 3080 Ti und 3090, 3090 Ti. Das ist aber schon eine sehr gute Grafikkarte. Wie gesagt, ich habe die selber. Ich spiele damit alle Spiele in WQHD 144 Hertz, überhaupt kein Problem. Bei einigen Titeln, wie zum Beispiel Cyberpunk, müsst ihr natürlich ein bisschen die Grafik anpassen, das ist klar. Aber das ist wirklich eine grundsolide Karte. Den FPS-Test dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 872 Euro bei Hardware Camp 24.
Und die kostet 872 Euro bei HardwareCamp24. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir 32 GB DDR4, 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro, 4x8 GB RGB. Warum die jetzt das Viererpack nehmen, weiß ich nicht. Das ist auch noch teurer, als würde man nur zwei Stück nehmen. Wahrscheinlich hat das Designgründe, weil es halt gut aussieht im System mit einer Vollbestückung. Die neue Intel-Generation hat auch einigermaßen Problemchen mit vier Riegeln. Das ist, glaube ich, aber nur bei DDR5. Hier wird es wohl einigermaßen klappen. Klar, die müssen die Systeme ja auch vorher testen. 32 GB finde ich auch gut. 16 hätte ich gesagt, wäre zu wenig. Das ist aber völlig in Ordnung. Hier könnt ihr auch die Beleuchtung mit IQ steuern, genauso wie bei den Lüftern. Das heißt, ihr habt ein schön ausgeglichenes System, immer mit gleichmäßiger Beleuchtung. Das ist super. 3200 MHz finde ich ein bisschen schade. Man hätte ruhig 3600 MHz nehmen können, aber da wäre es natürlich auch wieder ein bisschen teurer geworden, gerade bei vier Riegeln. Das ist aber soweit dann schon okay. Die halten sich halt an die Spezifikation von Intel. Und der kostet 155,82 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Corsair MP600R2. Das ist eine sauschnelle SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 4950 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4000 MB die Sekunde. Das ist schon eine sehr gute SSD. 1 TB ist natürlich ein bisschen mager, gerade weil das System über 2000 Euro kostet. Also 2 TB hätte ich mir da schon gewünscht. Man hätte auch einfach eine langsamere nehmen können und nimmt dann 2 TB. Dann hat man noch ein bisschen Luft, was den Preis angeht. Für die damit klarkommen, ist das natürlich kein Problem. Ansonsten solltet ihr euch den Speicher auf jeden Fall aufrüsten oder konfiguriert die raus und nehmt langsameren. Da habt ihr noch ein bisschen Geld gespart und nehmt dafür 2 Terabyte. Und die kostet 125,98 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair TX Series Modular, 80 plus Gold Kabelmanagement. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und teilmodular, wie der Titel ja auch schon gesagt hat. 850 Watt sind in dem System auch völlig angebracht. Finde ich gut, dass sie es so gemacht haben. Da habt ihr sogar noch ein bisschen Luft, wenn ihr später noch aufrüsten wollt. Wobei bei einer 3080, ja, wer will da noch großartig aufrüsten? Klar, ihr könntet eine 3090 Ti reinschmeißen, aber das ist soweit in Ordnung. Ist auf jeden Fall gut ausgewählt und das kostet 89,90 € bei ComputerUniverse.net. Die Soundkarte ist onboard, da haben wir eben drüber gesprochen. Der CPU-Kühler ist eine Corsair H100i RGB Pro XT. Da müsst ihr jetzt natürlich drauf achten, die wird sehr wahrscheinlich oben im Deckel verbaut und die hat keine Beleuchtung. Wem das egal ist, dann sei es dahingestellt. Auf dem Bild sieht man von oben auch keine Beleuchtung, von daher ist das in Ordnung. Eine 240er Wasserkühlung auf dem 12700K funktioniert, sofern man nur zockt und jetzt nicht, sage ich mal, eine Stunde lang irgendein Video rendert über den Prozessor. Dann wird es natürlich ein bisschen sehr muckelig in der Bude, aber das Gehäuse ist relativ gut. Eine 240er reicht, wie gesagt, dann auch noch aus. Ihr könnt damit auch nebenbei noch streamen und zocken, je nachdem, welchen Encoder ihr benutzt. Ich hätte, wie gesagt, lieber eine 360er genommen, aber technisch funktioniert es hier halt einigermaßen. Sind jetzt keine idealen Temperaturen, die wahrscheinlich dabei rumkommen, gerade wenn man rendert, aber das reicht aus. Und die kostet 109,99 € bei eBay bzw. 117,95 € über XCOM. Systembeleuchtung, 2x LED-Lights für Systembeleuchtung, 30 cm RGB. Da sagt jetzt keiner, dass das diese Corsair-Beleuchtung ist. Das sind jetzt ganz normale RGB-Stripes, 5 Volt ARGB, könnt ihr aber ganz normal über den Mainboard-Software dann ansteuern, überhaupt kein Ding. Ist halt ein nettes Gimmick, kostet jetzt nicht sonderlich viel, macht ein bisschen Optik her, das ist schon okay. Und die beiden Streifen kosten 7,98 € bei csvdirekt.de. Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64-Bit inklusive A+ UEFI-Installation. Windows 11 ist natürlich hier auch angebracht, weil wir einen 12700K haben mit dem Performance- und Efficiency-Kern. Der sollte dann auf jeden Fall auf Windows 11 laufen, weil Windows 11 diese Kerne besser ansteuern kann gegenüber Windows 10. Ich bin immer noch kein Freund von Windows 11, das ist klar, weil einige Spiele wollen damit auch nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Ab und zu stürzt bei mir auch Spotify ab, ist vorher auch nicht passiert. Aber gut, es ist halt das aktuellste Betriebssystem und wir haben diese A+-Installation mit dabei. Das bedeutet, ihr kriegt auch alle Treiber und so mit dazu. Das heißt, für euch zu Hause hinstellen, anstöpseln, dann geht's los. Das ist schon in Ordnung. Und das kostet 63,63 € bei SK Computer Alsdorf. Jetzt haben wir hier noch eine kleine Besonderheit, Garantie, 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das machen nicht viele, das sage ich ganz klar dazu. 3 Jahre Garantie, ja sicher, aber Pickup und Return über die kompletten 3 Jahre ist selten. Und das ist so ein Servicepunkt, den MIFCOM der macht, der eigentlich recht nice ist. Dann sind wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter für das Gehäuse, die RGB-Stripes fürs Gehäuse, das Gehäuse selbst, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.281,32 €, das System soll kosten, 2.399 €. Das ist jetzt so ein Deal, wo ich sage, das lohnt sich. Das ist gut. Ihr wisst, welche Grafikkarte ihr kriegt. Bei dem Mainboard, klar, hätte man Z96 nehmen können, verstehe ich alles. Die Wasserkühlung ist auch ein bisschen kleiner geraten, als sie eigentlich sein sollte. Aber rein zum Zocken und vielleicht ein bisschen Stream ist dieses System auf jeden Fall gut. Es ist leistungstechnisch auf dem Level wie mein System, weil ich habe auch eine 3080 mit einem 12700K. Ich kann euch halt dementsprechend Erfahrungswerte liefern, wo ich sage, okay, ich kann alle Titel soweit gut zocken. Das ist eine super Nummer. Und das ist auch einigermaßen mit Sinn und Verstand irgendwie konfiguriert worden. Klar, eine 1 TB SSD und dafür dann so sauschnell, das macht du
Subaru auch gerne. Gar keine Ahnung, wo die das herhaben. Es ist halt einfach so. Es ist auf jeden Fall preislich gesehen ein guter Deal. Und wenn ihr irgendwie mehr Speicher braucht, dann konfiguriert es euch rein. Dass ihr 2 Terabyte habt, vielleicht ein bisschen langsamer. Normalerweise, und das sage ich ganz ehrlich, wissen wir auch aus den Videos, ist MIFCOM immer ein bisschen teuer. Aber das hier ist echt ein guter Deal, gerade jetzt zu Gamescom. Wer also eh überlegt, da jetzt einen Gaming-PC danach zu kaufen, weil sie irgendwas Geiles entdeckt haben, ist das auf jeden Fall ein guter Punkt und ist auch ein top aktuelles System. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei und joint unseren Discord. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.